Sind wir wieder in der Kampagne Jede bei uns. Heute Mission Nummer 2, Casus Belli. Und ich habe gerade gesehen, spielt direkt 36 Stunden vor der letzten Mission, irgendwo im Schwarzen Meer. Und ich muss in dieser Mission gar nicht fliegen, sondern nur zurücklehnen, entspannen, zugucken. Oh, ich würde sagen, genießen wir doch einfach mal die Show. Das wird, glaube ich, eine einfache Mission. Oh, okay. Captain on the bridge. Ich gucke mich hier um Good mit morning, gentlemen. Tracker, Carry ja. on. Also nicht wundern, wenn die Wait. Kamera wackelt. Can anybody tell me what that piece of land is dead ahead? Sure. I believe that's the coast of the Soviet Union. Are you out of your minds? We're within 50 miles or less. Do you want to start a fucking war? Hard aboard 260. 260, aye aye, sir. Dachte, die Valley Forge ist ein Flugzeugträger. So die. Sir, we have two surface contacts approaching. 310 for 20. All ahead full. Sound general quarters. All ahead full. Aye. Sir, we have another contact. 335 for 8. Looks like a sub. Sub. God damn it. Hard to starboard. Aye, aye. Hard to starboard. Oha. Tja. Ein bisschen zu dicht an der sowjetischen Küste, das kann ich mir vorstellen, dass sie das nicht gut finden. Achso, Mission Complete. Ja, dann. Gut, so viel dazu. Mission Start, Dead, Mission End. Okay. Das war zwar ganz nett. Zähle ich aber mal jetzt nicht als richtige Mission. Wir gucken einfach mal, was noch kommt. So, da sind wir. Mission Nummer 3. Hello, Ivan. Ja, Situation ist also folgende. Die Valley Forge hatte offiziell eine Kollision mit einem Fischerboot vor der sowjetischen Küste. War anscheinend ein hochexplosives Fischerboot, aber gut. Und wir sind heute unterwegs mit einem Flügelmann, um über der Valley Forge Cap zu fliegen, also Combat Air Patrol, heißt feindliche Flugzeuge abwehren, falls welche kommen sollten. Wir dürfen aber erst das Feuer eröffnen, wenn wir einwandfrei den Befehl dazu bekommen haben. Und vor allen Dingen haben wir eine große Herausforderung, wo ich noch nicht sicher bin, ob ich die packe. Wir müssen nämlich starten und auftanken an einem Tanker. Und ich hab das einmal gemacht, Air-to-Air-Refueling mit der F-14, war die Hölle. Es kann also sein, dass es ein paar Minuten dauert. Übrigens hier auch interessantes Informationsmaterial zwischendrin. Würde mich interessieren, ob das eine echte Playboy-Ausgabe ist aus den 80ern. Gut, so viel dazu. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und gucken, was uns erwartet. F18 ist ja schon nicht das Einfachste zu tanken.
Trotz Fly-by-Wire-System. 14 war das echt. Puh. Vor allem, weil die Triebwerke halt in der 14 viel Schub liefern, wenn man da ein bisschen Gas gibt. Ich hatte vor allem das Problem, nicht den Basket zu treffen, sondern nicht am Tanker vorbeizuschießen. Mal gucken, ob ich es. Gucken, wie es heute so klappt. Ich kann hier noch kurz einmal nachgucken. Mother ist 59 X-Ray. Das ist vielleicht auch ganz gut zu wissen. So wie beim letzten Mal. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Okay. Wir warten. Oh. Mein DCS kämpft gerade. Ich hoffe, es schmiert nicht ab. Oh, da sind wir. Gentlemen, take your seats. By now, I'm sure you've all heard why we're heading east on the Black Sea instead of our scheduled port call in Athens. The USS Valley Forge had an accident 40 miles off the coast of the Soviet Union. Official reports say she collided with a Russian fishing boat, but the truth is probably something else entirely. Anyhow, as you can see on these aerial photos, she's smoking badly, and our fellow sailors need our help. Today at dawn, we are sending up our first patrol over the damaged ship. Pontiac 1, consisting of two F-14 Tomcats, launch at 0650, rejoin with Texaco to refuel, then push to the cruiser and establish a cap at Angels 2-2. We already have Hawkeye up, call sign Magic, to keep you updated on the situation. Jaws, Jester, Section, Ghost and Pyro are Dash 2. You'll be relieved by Pontiac 2 at 0800. ROE is warning yellow, weapons hold. Any questions? Alright, dismissed. Roger. Na dann. Ja, das war das Briefing nochmal vorgelesen. Check. Can you hear me? Okay. Oh, wurde getroffen? Richtig anscheinend. Okay. Alright, let's start. Na dann, legen wir mal los. Lichter hier brauchen wir, glaube ich, nicht weiter. Ein bisschen Konsolenlicht anmachen, das stört nicht. Falsches Triebwerk angelassen. Was sagen, irgendwie passiert hier nichts. Wir haben uns aber hier ein schönes Wetterchen ausgesucht. Dem Sonnenaufgang entgegen. Triebwerk Nummer 1 läuft. Nummer 2 haben wir angeschmissen. Tarkan Set. Komischen Modus an? Was ist das?
Warum kann ich meinen Stick nicht ausblenden? Das ist gerade viel schlimmer. Moment. Na gut, dann eben mit Stick. Aber das hier sieht auch komisch aus. Sauerstoff nicht vergessen, das wäre fast schief gegangen. Oh, was könnte da stehen? Wingsweep, ja, ist richtig. Habe ich mich nämlich drum gekümmert. Set your radius to departure and flight. So, Departure, Channel 7, in Flight, Channel 1. Wir fragen mal einfach Jester. Der ist auf Channel 1, ich bin auf Channel 7. Sollte eigentlich passen. Meine ich. Sehen wir dann ja gleich. Um 6.50 Uhr sollen wir starten, laut Plan. Also haben wir noch 4 Minuten Zeit, dass Jester seine Wegpunkte da hinten eintippert. Ah, ready to taxi. Ready to taxi, gut. Dann... electric power off. Ground air supply aus. Und ich würde sagen, dann können wir uns auf den Weg machen zum Katapult. Wo soll es denn gehen? Gut, wenn der das Cut 3 nimmt, dann gehen wir auf die 1. Oh, Flügels. Klappen haben wir auch.
wollte noch gucken, wo hier nochmal der Schalter war. Das hier? Ja. Oh, Tür ist schon gestartet. Okay, kann losgehen. Michael, hatte ich da gerade ein Blackout? Los jetzt. Das ist auf Channel 6. Channel 7. John, you wanna get her asses kicked? Keep flying BRC and stay below 500 feet until we're outside 7 miles. Oh ja, ich versuch's ja. Sorry. Bin nicht so gut da drin. Channel 3. Channel 3 haben wir. Und der Texaco ist 47 X-Ray. Verstehe nicht, warum ich hier den blöden Stick nicht ausblenden kann, aber gut. So, 47. Auf Kurs des Tankers sind wir. Moment, ich muss noch mal kurz. Das geht mir nämlich gerade total auf den Keks, dass ich da nicht hintergucken kann. Es müsste doch. Oh, Heizdeck. Keine Ahnung, was haben wir denn noch nicht so belegt? Cluster. Wie wär's damit? Auch belegt, wie wär's? Da. Auch belegt. Meine Güte, ich habe keinen Knopf mehr frei. Aha, das geht jetzt. Gut. Und Angels 15 wurde angesagt. Für den. Kann ich meinen Wingman hier irgendwo? Zumindest gerade nicht zu sehen. Mal kurz meinen Loadout nachgucken. Wir haben eine Langstreckenrakete, eine Sparrow,
und 3 AIM 7s. Also eine Langstrecke, eine Mittelstrecke, 3 Kurzstreckenraketen. Mal gucken, ob wir die brauchen. Weiß gar nicht, warum wir überhaupt zum Tanker wollen. Sind doch fast voll. Aber gut. So, Angels 15 haben wir. Und dann schauen wir mal, wo der Tanker so ist. Direkt voraus angeblich. 41 Meilen. Autopilot will heute auch nicht. Aber das ist gerade nicht ganz so tragisch. Ja, 40 Meilen. So, und wir haben jede Menge Sprit, deswegen würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal auf Full Power. Sobald hier ein Wingman irgendwie sichtbar ist. Wo sind wir denn überhaupt? Da. Der ist angeblich direkt hinter mir. Jupp. Mit ein bisschen Abstand, aber ist da. So, Full Military Power haben wir. Ja, das ist einfach schön zu sehen, wie schnell die F-14 wird, selbst ohne Nachbrenner. Macht die gut voran.
Einzige, was mich echt stört an der F14, ist das Cockpit nach vorne. Nicht so gut, also nicht so ein schönes Sichtfeld bietet. Wenn man sich da mal die F16 anguckt, da ist es ein absoluter Traum dann. Mit Rundumsicht vom Feinsten. We've got a friendly, bra, 115, 75 miles, Angels 25. Ich muss einmal kurz pausieren, hier ist irgendwie gerade Randale vorm Haus. Sofort wieder da. Weiter geht's. Ja, da haben wohl gerade ein paar Jugendliche bei uns vorm Fenster eine Autoscheibe eingeschmissen. Haben die echt super gemacht. Aber meins ist es nicht. Die Polizei ist informiert, alles gut. So, zurück zu den wichtigen Dingen. Der Tanker. Ah, da ist er. So, noch sollen wir nicht die offiziellen Kanäle benutzen fürs Refueling. Ich bin es irgendwie immer gewohnt, dass mein Wingman ein bisschen näher bei mir ist, aber ich vertraue einfach darauf, dass er irgendwo in der Nähe ist. Nur 9 Meilen. Ich gebe mal wieder ein bisschen Gas. Schließen ein bisschen zügiger auf. There's a friendly E2, 12 o'clock, 9 miles. Yep, danke für den Hinweis. Sehe den wohl. Niemals. Kommt immer noch näher. Ein bisschen auf die Bremse treten jetzt.
Bin mir nicht sicher, wie schnell der nämlich unterwegs ist. Noch kommen wir näher. Ja, der wird wahrscheinlich so um die 300 Knoten fliegen. So, da sind wir. Hallo, hallo. Takeoff Checklist, brakes. Was? Takeoff Checklist? Check okay, cumulative pressure up. Fuel. Normal feed, auto transfer, dump off, feed tanks full, bingo set. Keep it down, lights out. Oh je. I'm on top and bottom, showing MCO on the window. Staff. So viel dazu. Ich glaube, die Mission kann ich neu starten. Uff. Also, Checklist am Anfang. Sonst kommt alles durcheinander. Ist der Kollege. Texaco, this is Pontiac One. You got two thirsty Tomcats. What do you got? I've got the hard stuff. Four running. Pull up, check duo, and clean the windshield. Over. You got it. Okay. Dann Texaco. Texaco 1-1, Pontiac 1-1, request rejoin. Pontiac 1-1, Texaco 1-1, proceed to pre-contact at 15,000 at 290. Oh, so, wir haben jetzt unsere Flügel auf Bombenmodus gestellt, damit liegt die Tomcat ein bisschen ruhiger in der Luft, und jetzt ist das Schwierige, das hier irgendwie auszutrimmen, das Ganze.
und uns in Position zu begeben. Wünscht mir Glück. Oh, wir kommen der Sache näher. Und wir haben das Ding verfehlt. Achso, Ready Pre-Contact habe ich vergessen. Dann passiert hier auch nichts. Ready Pre-Contact. Clear Contact. Also nochmal. Jester, halt die Schnauze. Keep her steady. Ai, ai, ai. Na, wo ist der Korb? Jester, du machst es einfach nicht besser. Also gibt's da nicht. Schon wieder verfehlt. No. Just a bit to the left. Shit. Ah. So, jetzt aber. Gutes Gefühl diesmal. Ach. Hm.
Just a bit to the left. Da ist das Ding. Little left. Das gibt's doch nicht. Neuer Versuch. So viel dazu. Macht hier doch nicht so eine Spielerei mit mir. Ich war froh, dass ich dran war. Just a bit to the right. Little right. No. Ich arbeite dran. Just a bit to the right. Landet meistens ein Stück weit zu weit rechts. Wenn der Korb zwischen der Probe und meinem Cockpit ankommt. Perfekt. That looked easy. We're plugged. That looked easy. Warst du dabei, Jester? Wir sehen, was hier passiert ist. Ja. Bloß dranbleiben, ey. Fuel 16.500. Das ist schön. Ich weiß nicht, wie viel voll ist. 19.000 oder sowas? Fuel 18,500. Ich habe wirklich keine Ahnung, was voll ist. Ich hoffe, es ist bald. Fuel 19,500. Ich krieg gerade Krampf in der Hand. Oh, Gott sei Dank. And that's a transfer complete. Jawohl, that's it. So, rechter Flügel. Wingman. Möchtest du auch? Ja.
Er macht nicht so wirklich Anstalten, glaube ich. Na gut, dann würde ich sagen, wir sind fertig. Oder kann ich meinem Flight hier noch irgendwie sagen? Mach nicht so. Ich weiß gerade nicht, wo der Tanker ist. Hinter mir. Eine Meile. Ich habe die Flügel auf automatisch gestellt, deswegen sind die ausgefahren. Wir haben ordentlich an Auftrieb gewonnen und deswegen sind wir auch ordentlich gestiegen. Und plötzlich waren wir ganz weit weg vom Tanker. Da sind die beiden. Sie hin da. Oh, war das anstrengend, ey. So, und was ist jetzt voll? Knapp 20.000 Pfund. Also 10 Tonnen Treibstoff. Sorry, ouch, Kopf gestoßen am Cockpit. Ich fliege da mal einfach hinterher, bis mir mein Wingman sagt, dass er fertig ist. Also nächstes Mal nach dem Tanken werde ich auf jeden Fall meine Flügel und alles so lassen, wie sie waren, damit ich noch in der Nähe des Tankers bleibe, ohne größere Anstrengungen. Na gut, haben wir was gelernt. Ich kann schon mal den Autopiloten wieder ready machen. Und gleich auf Angels 22 sind und wir müssen dann wahrscheinlich bei dem Schiff der Valley Forge ordentlich im Orbit kreisen. Ja, ich glaube, der hängt dran.
Oder etwa nicht. Nee. Und doch, er hängt dran. Mal gucken, allzu lang dürfte er ja eigentlich auch nicht brauchen. Bei mir ging das doch auch zügig, oder nicht? Ah ja. Cool. Texas Hotel, Pontiac 1 plate. Thanks for passing us some gas. See you on deck. Bis dann. It was our pleasure. Texaco out. 2, push 2, waypoint 2, button 2. Go. Channel 2 set, Pontiac 2. Steerpoint 2. Switching to steerpoint 2. And then button 2. Meilen. Da haben wir ja ein bisschen was vor uns. Ja, sorry, muss ich kurz mit meiner Kamera mal wieder rumspielen. Hoffen wir mal. Eigentlich irgendeine Das ist Military Power oder was? Wenn ich hier ran gucke zumindestens. Das ist Max. Oh. Dann nehmen wir doch das einfach mal als Schub.
Moment, habe ich jetzt den 8 Bananen? Ja. Und jetzt? Nein, okay. Also mein Nachbrenner-Gate funktioniert. Das wollte ich nur kurz einmal gecheckt haben. Weil Nachbrenner... Wo? We will send 7 for 100. Okay. Also direkt beim Waypoint, tatsächlich. Low and slow könnte Helikopter sein. Ja, die Bullseye-Calls bringen mir gerade hier gar nicht so viel. Weil ich keinen Navgrid dafür habe, oder? Ich wüsste halt gar nicht, wie ich so schnell... Okay, Bullseye liegt anscheinend direkt auf dem Schiff. Okay. Das ist natürlich praktisch. Gut zu wissen. Sein, haben gar kein Target mehr. Ich hoffe einfach mal, Jester kriegt das schon hin. Das kann ich irgendwie sagen. Ja, passt so. Noch 50 Meilen. Kann ich hier Magic noch mal fragen jetzt? Magic 1-1, Pontiac 1-1, request bogey dope. Nee, da hat er jetzt gerade auch nichts weiter. Frag mich halt, wo die Ziele sind. Wie weit ist das noch? 40 Meilen? Mit 500.
Okay, das ist wirklich tief. Na gut, wir sind auf dem Weg. Und theoretisch haben wir doch ein Kameraset auch dabei, dass wir das sehen könnten, sobald wir es erfasst haben. Aber das wäre ein Helikopter sein, denke ich, auf dem Weg zum Schiff. Und finden wir da was? Nein. Amigo. Roger that. Machst das schon, Jester. So, noch 22 Meilen. Jetzt sagen wir, gehen mal runter. Und schauen wir mal, was wir da auf 500 Fuß finden. Nur aufpassen, dass wir uns hier nicht ins Wasser bohren. Ja? Wo? Oh. Da. Der große rauchende Haufen, na, das ist er wohl, die Valley Forge. Und keine Radarkontakte gerade. Aber das ist so schwer, wenn man gegen das Meer fliegt, abzuschätzen, wie hoch und wie schnell man ist. Weil sich einfach nichts bewegt auf dem Wasser. Kommt gerade vor, als würde ich hier mit 5 Knoten fliegen. Aber ich bin fast Mach 1 unterwegs. Hallo, hallo. So, wo sind jetzt die Gegners? Magic 1-1, Pontiac 1-1, request bogey dope. You 71411. Ach ja?
Okay, we're on. There are bandits. 11 o'clock. 7 miles. Ich sehe nix. No can do, man. Jetzt hier auch nicht. Da sind sie. Und was haben wir da Schönes? Helikopter. Sag ich doch. Habe ich doch gerade. Na, wo sind sie? Wo ist die Valley Forge? Da hinten. Ein Helikopter waren irgendwo auf dem Weg dahin. Da unten. Oh, die Turn Rate. Hallo, wir sind da. Sie? Da sind sie. Oh, haben umgedreht. Sehr gut. Dann hat es tatsächlich was gebracht. Alles klar. Dann zurück zum Waypoint. Ja, wollten wir wahrscheinlich mit ein paar Helikoptern mal gucken, was los ist und vielleicht sogar das Schiff kapern. Aber dann sind wir da ganz unverhofft aufgetaucht. Macht doch Sinn, weil die Helikopter haben einfach kein Radar. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die wir haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass hier noch Flugzeuge unterwegs sind, ist, dicht dran vorbeizudonnern. Und das macht bestimmt auch Eindruck bei so einer Tomcat. Oh, Angels 22 sind wir gerade vorbeigeschossen. Ein Stückchen tiefer. So, wieder on station.
Ja, Höhe einigermaßen hinkriegen. Und dann nehmen wir mal ein bisschen Schub raus und machen es uns gemütlich. Jetzt 10 Meilen, das ist eigentlich ein ganz guter Abstand. Den könnten wir versuchen zu halten. So wie in der letzten Mission, in der ersten. 10 Meilen Radius fliegen haben wir doch jetzt drauf. Guck grad, ob ich sie sehe. Ja, da ist sie gar nicht falsch. Ich finde übrigens sehr schön, dass es einen Skip-Mission-Button gibt. Das hätte ich. Finde ich immer ganz gut, dass, falls das mal tatsächlich gar nicht klappt, man irgendwie noch einen Ausweg hat. Mal gucken, was die Russen als nächstes schicken, jetzt wo die Helikopter nicht funktioniert haben. Und hallo im Chat. Sorry, ich gucke nicht so oft in den Chat, ich weiß nicht genau, wann du jetzt geschrieben hast. Beim Fliegen habe ich immer nicht so die Zeit, auch noch rüber zu gucken. Boah, ganz gut. Und selbst. Ich hoffe, ich habe nicht irgendeinen Missionstrigger verpasst, dass es hier gleich irgendwie weitergeht. Weil von wegen, es ist immer ein Radio verfügbar. Das wäre doch jetzt der passende Moment.
Unser Wingy eigentlich irgendwo zu sehen? Oh ja. Und diesmal auch schön dicht aufgeschlossen. Ein einzelnen Bär. Ich weiß nicht, was ein Bär ist. Zero und Zero. Okay, ich hab's verstanden. Zero, zero one for 70. Jupp, habe ich auch auf meinem Radar. Bandit, Bra, 360, 64 miles. Gucken, was der vorhat. Ein gutes Stück unter uns. Ich weiß leider nicht, was Bär für ein Typ ist. Ich glaube, das steht auch in meinem Leaderboard nicht drin. Das wäre mal eine interessante Info. Nee. Bär. Sein Bomber. Ein großer. Tally, dann müssen wir noch ein Stück ran. Also, dass wir den sehen tatsächlich. Copy that. He's locked. Target 50 miles. Wir kommen auf jeden Fall schnell näher. Target 44 miles. 34 miles. Da ist unten BB und Sam. I can't do that. Warum nicht? Gerade da haben wir noch 20 Meilen etwa, 25. Fast haben wir ihn doch auch noch, oder nicht? Doch, da ist er doch. Okay. Also wieder die Taktik, wir sollen ihm ein bisschen Angst machen. Gehen wir mal links ran, dass wir den Piloten zuwinken können. Irgendwas hat er doch aber gelockt, oder nicht? Tut er nur so.
Oh. War es auf die Küste. Da haben wir ihn doch. Target 14 miles. That's a TU-95. Pucker time. Beruhig dich, Jester. Wir sind nur da, um den ein bisschen Angst zu machen. Vor 10 Meilen. Und im HUD seht ihr rechte Zeile, ist die Entfernung in Meilen und links, in wie viel 100 Knoten wir uns da jetzt annähern, also fast 200 Knoten. Das heißt, er ist mit knapp 300 Knoten unterwegs. Den sehe ich auch, Tü. Gleich da. Noch 4 Meilen. Bisschen über 4 Meilen. There's 490. He's ours now. Closing. 3 Meilen. Ich frag mich, wie weit es bis zum Wegpunkt ist. 50 Meilen noch bis zum Schiff. Aber das Schiff ist auch andere Richtung. Do good, man. On a six. Closing. Ich könnte mal Mother einstellen. Ich glaube, dahin ist er unterwegs. Hoppala. 450 knots. Wo ist er? Da ist er. 420 Shoot him, shoot him! Closing! Ganz ruhig, Jester. Speed is 380. So, flip him the bird. Wir sollen ihm auf gut Deutsch den Stinkefinger zeigen. Machen wir mal. Spin, Ivan. 330 knots. Oh, that's what she said. 330, just above corner speed. So, ich würde sagen, ich lasse mich mal ein Stück zurückfallen. Sure is an ugly beast, though.
Ja, der ist auf dem Weg zu Mata. 112 Meilen. You're on fire today, Ghost. Did you guys know that it was a bear that dropped the Tsar bomb back in 61? Oh, you mean that Magneton nuclear monster? Yeah, thank God the Cold War never turned hot. Yep. What the hell was he want, anyway? Tja, und jetzt? Wenn ich das Schießen jetzt anfange, oder? Ein Warnschuss vom Bug? Prost, Nastarovic, Tavarisch. Hey, I'm Rick Fitz, 21XD, Pamela Anderson. Have you seen anything like this? We have three dear women in Russia, and they can cook too, and work in the factory. Not like weak American fashion models. Hasta la vista. Der hat auch einen Gunner hinten, ne? Maschinengewehr. Aufpassen, dass er uns damit nicht noch abschießt. Am Ende des Tages. Jupp. Er ist auch direkt auf dem Weg. Formationsflug mit dem Russen, auch nicht schlecht. Während wir uns gegenseitig Beleidigungen am Kopf werfen. Großartig. Ist das cool. Ist das nicht idyllisch?
So, ich glaube, bei 70 Meilen hat er, sollen wir aktiver werden, wenn ich mich recht erinnere. Da sind wir gleich. Gucken, was sie dann dazu sagen. Was zum... Was war das? Was ist passiert? Wo bin ich? Okay. He's on a 12 sharp. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber gut. Das war seltsam. Dritter ab. Gut, haben wir den auch erfolgreich vertrieben. Und können wir auch nach Hause fliegen oder? Ja. Können wir. Na dann. Schönen Tag noch. Na dann, zurück zur Mother. Puh. So, auf dem Weg sind wir. Achso, ja, man kann auch, es gibt auch Multiplayer, das heißt, man kann auch mit anderen zusammenfliegen. Missionen, Kampagnen, alles möglich. Man kann auch hier in dem Flugzeug zu zweit fliegen. Mission complete. Dann kann einer hinten das Radar und die Waffensysteme steuern. Oh, jetzt aber mal. Radio. We've got a friendly three ship. Ra, 240, 39 miles. Angel. Stephen, when did you first meet Bruce? Well, that goes back a long way. Ich hoffe, es ist, das Radio sorgt nicht dafür, dass ich...
Probleme auf YouTube bekomme. Yeah, yeah, I was born in Boston, but I grew up in New Jersey. So, how did the two of you meet? Oh, we had, Klang jetzt auch nicht so spannend. Oh, wir sind 50 Meilen draußen. Tower Marshall. 17, 18? Bin nicht sicher. 17 würde ich sagen. Das ist das Richtige. Jawohl. No, kommt uns also entgegen, der Carrier. Na gut. Dann gehen wir mal Hallo sagen. Achso, ja, mit mir kann man auch auf Mission gehen. Und wieder bin ich auch im Multiplayer unterwegs. Da kann jederzeit gern einer mitkommen. Ansonsten, im Discord gibt's den Wingman Finder. Da bin ich auch unterwegs. Das heißt, wenn ich da sehe, dass jemand schreibt, dass er gerade einen Wingman braucht, dann bin ich da auch gern bereit, wenn ich die Zeit habe, mit dazu zu kommen. Ich weiß nicht, wo mein Wingman ist. War hier noch irgendwo? Bei mir in der Nähe? Ja. Okay. Ach, was ist von mir? Was? Da ist ein Schiff. Carrier ist nur noch 10 Meilen, aber irgendwie sehe ich den nicht. Ach da, da ist er. Da, direkt voraus. 201, see you at 10. Dann bringt man nicht mehr viel Treibstoff. Ich habe noch fast 10. Fast 11.
Oh, das Ding ist Charlie. Versuchen wir mal die Kiste zu landen. Ein bisschen langsam. Und ein bisschen hoch, aber das kriegen wir hin. Oh, Deck sieht frei aus, auch wenn es ordentlich vollgeparkt ist. Go flight, dann kiss off. Und wir gehen in den Break. Kurz irritiert, aber noch nicht drüber hinaus geschossen. Sind ein bisschen sehr hoch. Trim, trim, trim. Haken. Wings are 20 auto, gears down, sat on, flaps full, DLC engaged and checked, hook down, harness locked, speed brakes out, spoiler brakes off, fuel checked. Jo. Passt soweit. Bisschen weit rausgekommen, aber na gut. Fast direkt auf den Gleitslope rausgekommen, durch Zufall. Und dann drängelt sich unser Wingman vor. Ja, Wave Off, danke dafür. Ich würde sagen, wir drehen einfach eine kleine Runde. Ach, jetzt hat der... Jetzt waren wir uns anscheinend nicht einig, für wen das Wave-Off hier gilt.
Gut. Bisschen unorthodox, was wir hier gerade tun, aber Situation ist verzweifelt. Neuer Versuch. Wir sind viel zu tief. So, da ist der Glide Slope. Da ist das Deck. Da ist unser Kollege, der hoffentlich gleich wieder abdreht. Ja. Der hat den Wave-Off bekommen. Geht ja auch so nicht, sich da einfach vorzudrängen. Oh, wir haben doch noch einen Wire erwischt. Wire 3 sogar. Great approach, man. 3-Wire. Das hätte ich ja jetzt gerade nicht gedacht. Na dann. Parken ist gerade schwierig. Suchen wir uns mal hier hinten ein schönes Plätzchen. Auch alles voll. Boah, das Deck ist voll geparkt. Ich weiß nicht wohin. Ich würde sagen, wir bleiben einfach hier stehen. Und dann war es das für diese Mission. Puh. Ja, war interessant. Tanken war super anstrengend. War extrem witzig gemacht, das neben dem Bomber herfliegen, das hatte schon was. Keine Ahnung, was dann zwischendurch passiert ist. Ich habe irgendwas getroffen. Anscheinend. Ich dachte, die Mission ist an der Stelle beendet. Aber es lief ja doch noch ganz gut weiter und ja, ich würde sagen, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Macht euch noch einen schönen Abend.